meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay. Wir spielen World War II im Jahre 2020. Und ich bin schon mal richtig gespannt, wie das wird, weil es ist halt World War II, ne? Es ist ein geiles Call of Duty, aber es spielt sich definitiv ein bisschen anders. Und das werdet ihr auch schon merken, wenn ihr das Gameplay seht. Ich versuche natürlich, so gut es geht, zu spielen, aber wir werden sehen. Es wird spaßig. So. Die droppen natürlich hier ganz, ganz anders wie ein MW. Das ist, Alter, das ist schön. Wenn man das sieht, wie die droppen, ne? Ist nochmal ganz was anderes. Schönes Ding. Ganz, ganz schönes Ding, muss ich sagen. Okay. Kommt nicht durch, ne? Ja, okay. Also, was ich halt immer hier gemacht habe, ist halt immer versucht, irgendwie ein bisschen abzusichern. Ein bisschen, weil mit der Pistole ist immer sehr, sehr schwer, die Leute zu holen. Dass ich die noch bekommen habe. Nice, ein Stein. Genau, mal schauen. Ich liebe die Waffe. Ich liebe diese Waffe einfach, die STG. Richtig geiles Ding und die brettert so schön. Die macht so brrrr. Mega geil. So, jetzt haben wir einen Recon. Let's go, raus damit. Ja, kommt keiner. Was? Tada! Care Package. Am Stissel. Da kommt bestimmt noch einer. Ah, ich wusste das doch. Komm. Oh. Achtung. Uah. Jetzt bräuchte ich doch so Stim. Ich hab schon für Stim gedrückt, aber naja, natürlich nicht. Ah, okay. Streak vorbei. Gib mir was Gescheites im Care Package. Schauen, was drin ist. Habt ihr es gesehen? Da ist oben direkt einer gespawnt, ey. Ziemlich geil. Ziemlich geil. Oh, lass mal was Gescheites drin sein. Und? Oh ja. Ja. Flammenwerfer kann ich gebrauchen. Auf der Karte vor allem. Ist so geil. Da können wir jetzt durchgehen. Und. Was? Nie im Leben! Ich hab den schon lange angezündet. Ach Mann. Aber das Geile ist halt bei WW2, dass ihr immer noch die Kill-Serien habt, ne? Das heißt, ich kann jetzt einfach wieder drauf switchen und dann habe ich das Ding wieder. So, Achtung. So, jetzt reicht's aber hier. Burn, baby, burn. Burn, baby, burn. Boah, das fühlt sich halt so gut an in diesem Game irgendwie. Oh, der da. Das war nichts. Ich bin genau bei den Gegnern gespawnt. So, jetzt hole ich mir den wieder. Komm, der ist doch hier noch, oder? Yes! Ja, gehen wir mal die. Das für eine komische Knifte. Oh. Uff. Close as fuck. B, 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 B. Wo ist denn der bei B? Oh. Okay. Ich meine, mit dem Visier kann ich irgendwie gar nichts anfangen. Wer spielt denn mit so einem Visier? Oder? Mal schauen. Das ist eigentlich eine ganz gute Pose, wenn die Sniper nicht da sind. Oh, da habe ich aber den Arsch gerettet, hä? So, da kommt noch einer, da kommt noch einer. Oh, da komme ich nicht durch. Komm, komm, komm. Einzelburst, nichts gebracht. Der Typ liegt doch da noch, oder? Komm, let's go, let's go, let's go. Nee, der ist tot. Oh, da kommt einer hoch, oder? Da. Jawollo. Ich habe immer noch den Flammenwerfer am Start, aber der bringt mir nichts. Oh, schönes Ding. Schönes Ding. Erstmal das Recon raus. So, da unten ist einer. Den Hammer. Das ist aber der mit dem BVB-Logo. Okay. Ja, darf ich auf die Entfernung nicht durchdrücken. Muss ich so ein bisschen tappen, aber. Läuft. Oh, komm. Spawn. Bei C sind sie, aber A ist noch der Spawn, da die sind unter mir. Oh, schön jemand in die Bouncing gerannt. Ah, ich liebe die Bouncing Baddies hier auch, aber ich hasse sie gleichzeitig. Es ist halt wie S-Mine und alles andere. Ei, schönes Ding. 10er Streak. Läuft. 11. Ui. Nix. Da links Sponsor. Und komm. Ah, Halbzeit.
Oh, Jungs. Es ist ein ganz, ganz anderes Spielgefühl, ne? Das, ich weiß nicht. Ich kann's auch, wenn ich mit dem Xbox-Controller trigger, ich kann es auch gar nicht beschreiben. Also es fühlt sich einfach anders an. Ne? Das ist, ich kann es mit Modern Warfare gar nicht vergleichen. Es ist halt auch ein ganz anderes Gefühl, ne? Und auch die Karten und die Waffen, wie sich alles anfühlt, ist halt ein bisschen was anderes. So, schauen wir mal, was hier in dem Care Package drin ist. Wahrscheinlich UAV oder so ein Kack, ne? Schauen. Komm. Oh! Let's go! Nein, ich liebe dieses Ding, ne? Das ist Chopper Gunner-like. Aber man hört, ich höre fast gar nichts mehr. Ja, wahrscheinlich bin ich jetzt mega laut oder so. Aber ich höre fast nichts mehr. 15er Streak, nice. Oh, die Paratroopers habe ich, geil. Ja gut, das ist halt auch, weil die Killserien hier noch natürlich aufeinander aufbauen. Ist es nochmal ein bisschen easier gewesen. Spawn da hinten, geht von mir weg. Boah, die müssen jetzt da sein, ne? Boah, einen haben wir. Alter. Boah, leck mich am Arsch. Das waren jetzt drei Leute. Oh, da kommt noch einer. Oh. Alter Falter. Da ist noch einer. Wow. What the fuck, Alter. Wie geil. Leck mich am Arsch, ey. Alter Falter, war das jetzt eine krasse Streak, ne? Die sind einfach alle da gespawnt. Boah. Das sind die Paratroopers, die machen... Also die Paratroopers, die können auf... Nein. Nimm halt jetzt das Ding, ey. Die Paratroopers können auf WW2 halt mega, mega gut abgehen. Also das ist, keine Ahnung. Es ist richtig gut. Was die verzapfen können, ne? Mega. Wir sind bei 25. 25er Streak, aber die Paratroopers machen das, ne? Das ist schon richtig gut. Ja, komm. Hammer. Oh, let's go. Ja, die Paratroopers. Close one. So, wir sind bei der 30er Streak. Nice. 32. Oh, schön. Ja, das sind aber die Paratroopers, ne? Also, wir haben die Nuke geschafft, sozusagen, hier in dem Spiel. Alter Falter. So, den da. Das war wirklich. Also, der war wirklich easy. Mal gucken, ob da links noch. Au! Ah, egal. Egal, ich hab trotzdem eine gute Gunstreak. Inklusive, also Dingstreak gehabt. Kann mich nicht beschweren. Nice. Da war doch noch einer gelegen, oder? Die Paratroopers sind immer noch am Start. Die Leute waren. Das ist halt auch das, ne, das Skill-Based Matchmaking hin oder her, aber das ist halt nochmal eine ganz, ganz andere Zerstörung hier. Das muss man einfach sagen. Wenn man gegen Leute spielt, die jetzt nicht ganz so krasses Aim haben. Das ist schon ganz was anderes. So, nehmen wir mal die Pumpe hier mit. Oh, schön. Ist jemand schön in die Mine gerannt. Da ist doch einer, den hole ich mit der Pumpe. Bam! Warum war der mit dem ersten nicht tot? Ist nämlich verarscht, das war aus nächster Nähe. Da wäre selbst bei MW wäre der weg gewesen. So, lassen wir mal die Dinger durch. Holen wir hier Feuershells rein. Boom! Da ist auch noch einer. Boom. Nice. Alter, wie sie da gebrannt haben, ne? Schönes Ding. Da kommen bestimmt gleich nochmal welche. Machen wir das Care Package da hinten raus. Oh. Das war close. Wir sind halt direkt da oben jetzt, ne? Wie ich immer Stim drücken will, ne? Ich will mich immer heilen. Das ist so auch so eine... Das war auch bei Black Ops 4 so. Die ganze Zeit, wenn man sich so angewöhnt zu heilen... Jetzt da. Care Package liegt da. Ja, gut, ich habe es eigentlich eher nur so als Bait dahin getan. Pumpe. Na! Come on! Ey, wenn der da noch liegt, ne? Das ist auch eine geile Streak, ne? Die schaut so mega gut aus. Bam! Oh, schade. Ich dachte, ich hätte noch ein paar mehr Leute erwischt. Aber egal.
sind schon wieder bei B. Oh, machen wir hier den Dolphin Dive, Jump Shot, Drop Shot und Victory. 55 Kills. Nice. Und einfach mal eine richtig gute Gunstreak inklusive 30 Kills gehabt. Sehr, sehr gut. Ja, meine lieben Freunde, das war Call of Duty World War II im Jahre 2020. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Basti. Tschaußen. Ja, 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 ja. Coming in. Yeah. Flex. I just wanna win. Yeah. LA BB, who we running with? Yeah. 2, 2, 3, 3. I'm on 10 again.